Tag und moin moin. Hi. Naja, also ein bisschen laut. Naja, aber habe ich dir das Mikro schon extra näher gestellt. Aber wenn du zweimal moin moin sagst, dann sag ich nur ja. So traurig hi. Und diesmal haben wir den Kampf nicht verkackt. Metallgrämon, genau. Gott sei Dank. Mit Interrupt. Und ja. Daran lag es nicht nur. Wir haben auch die Digimon ausgetauscht. Vorher hatten wir Tentomon und Wizardmon und die waren nicht so stark. Tja, wir haben Kontern. Einen Convert erhalten. Das ist eins der Items, die wir brauchen. Oder ich glaube sogar das Item. Und naja, jedenfalls hatten wir verkackt, weil sie noch nicht so stark waren und nur kontern konnten. Und Jetzt hatten wir mit Frigimon, Aerovedramon wäre schön, halt bessere Chancen. Richtig. So. Und viel trainiert haben wir auch nicht. Ja, wir müssen uns demnächst mal dran setzen, dann wieder Wemon zu kriegen und das dann oft genug nochmal hin und her zu wechseln. Ich habe etwas anderes verstanden als wechseln, aber was schon. Ah, okay. Aber ist das sonst meine Art? Ja, Entschuldigung. Kann auch mal passieren, ist doch kein Naja, Thema. Aber abgesehen von Wemon, wir werden dann natürlich, also beziehungsweise ich werde es dann, weil ich habe ja so Lust dazu zu leveln, noch ein paar Digimon fangen, hatten wir ja schon mal gesagt. Richtig. Und die auch digitieren lassen. Wir könnten dann ja auch bald, glaube ich, wieder Items kaufen. Ich muss sogar noch dahin laufen und ja, ich sehe es. Natürlich musst du dahin laufen. Das Spiel schenkt dir nichts. Okay, ich kann nicht viel lesen, also musst du es mir vorlesen. Oder sagen? Na, frag noch, ob wir den Dieb bereits gefunden haben. Ja, haben wir, ne? Nein. Aber haben wir nicht so einen Generator gekriegt? Das ist ein Item, haben wir gefunden, also. Aber den gibt es selbst noch nicht. Ja, der sagt uns auch nichts. Mist. Also heißt das, dass wir immer noch keine Items kaufen können. Ja, leck mich doch am Arsch. Nein. Mimimi. Ah. Na, erstmal transferiere ich, glaube ich, lieber die Items. Ja, Transfer. Item. Die bitte. Wenn du wenigstens ein paar Items gefunden hättest, mit denen man auch ein paar Digimon fangen könnte, aber die gibt's ja so selten. Aber eine Sache können wir da noch machen, fällt mir gerade ein. Ja. Tentomon hat nämlich wieder Level 11 erreicht. Und bevor ich es vergesse... Kann er digitieren. Ja. Ja, labert eh mal selber. Zumindest bis jetzt, ob sich das mal ändert. So, wo haben wir jetzt Tento da? Ne, kommt schon da. Terimon immer noch. Logisch. Zu was soll er denn sonst werden? Er kann bestimmt noch zu was anderem. Ja gut, sagen wir mal so. Kubagamon vielleicht. Kannst du ja mal ins Lösungsbuch gucken, weil das würde mich jetzt schon interessieren. Zu wem noch? Dafür brauchen sie nur DP-Punkte, ne? Ja. Ja, Wizardmon kann ja nicht. Es gibt auch ein paar Digimon, die können gar nicht DNA digitieren, wenn ich das richtig gesehen habe. Schon, aber... Ich dachte, ich habe das so gelesen... Dass die das nicht können. Ich glaube, die müssen einfach das Maximallevel halt erreichen. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, wo überhaupt. Wo steht das denn? Der Tentomon. Achso, hier hinten, ja? Ja, und da an der Seite. Ja, muss ich erstmal gucken, wo er hier ist. Nee, er muss ja auf der ersten Seite sein. Da. Nö, Kabuterimon! Nur, sonst nix? Der kann nur Kabuterimon werden. Da steht schon noch was drunter. Kabuterimon. Und da drüber? Da, dass er nur daraus werden kann. Ach so, tatsächlich, okay. Aber zum Beispiel, ja, es gibt wenige Digimon, die können tatsächlich zu zweien. Und da wir es mal hatten, erwähne ich das zum Beispiel. Tapiermon zum Beispiel könnte zu Unimon, das hatten wir ja. Mhm. Shima Unimon, wundert mich ja nicht. Garurumon und Elbmon werden. Oh, Garurumon. Wie viel DP braucht es dafür? 6 bis 7, also vergiss es erst. Ah, okay. Und ja, auch Agumon kann nur zu Greymon digitieren. Na. Und gehen wir jetzt erstmal zum Dome, ob wir da vielleicht irgendwas an Infos erhalten. Ja, und wenn Wemon 3 hat, kann er Wedramon werden. Ne, 0 bis 3. 0 bis 3, oh ja, entschuldige. Ja, ich weiß nicht, was hatten wir denn noch? Wir hatten jetzt Kabuterimon, der kann ja nur zurückdigitieren und so, ne? Ah. Ja. Hätten wir das Toy-Argo behalten, kannst du mir auch sagen, welche Domain? Zu Dings werden können. Naja, egal, ich will nicht weiter spoilern. Ja. Es können aber übrigens, das kann ich zumindest sagen, sehr viele meistens nur zu einem, maximal 2 Digimon digitieren. Aber dafür gibt es ja DNA-Digitation. Genau. Aber die stehen da ja auch nicht drin hier hinten, das muss ich dazu sagen. Und dass die Ultra und so sowieso nur zu ein oder zwei werden können, ist klar.
Bei Ultra habe ich gar nicht geguckt. Nö, die Ultra können, glaube ich, alle nur zu einem werden. Naja, aber dafür müssen sie auch erstmal. Naja, wobei, nee, so ein paar können auch mehrere werden. Ja. Das ist ja unlogisch, aber gut, dazu später mehr. Aber DNA-Digitation funktioniert trotzdem anders. Das war jetzt vielleicht ein bisschen. Da ist auch eine Digitationstabelle, wie das mit der DNA funktioniert, hinten drin. Ja, hatte ich auch. Weil gesehen. Jedes Digimon entspricht dann quasi dem Buchstabe, an der man sich orientieren kann. Das weiß kann. Ich auch. Gut, du lernst dazu. Ich habe einfach nur geguckt und es war logisch. Ja, und wo müssen wir jetzt hin? Keine Ahnung, wir brauchen Informationen. Das heißt, Informationen kriegen wir nochmal. Vielleicht sollte ich dir doch nochmal das Buch geben. Ja, nur wenn wir jetzt gleich nichts finden. Toll. Da räume ich es schon weg, das Lösungsbuch, so unter Ach und Krach. Ach nein, passt, wir haben. Ah, gut. Das ist ein neuer. Das müsste. Haben sie auch noch nie gesehen. Kim. Das ist Kim. Ja, eigentlich heißt sie im Japanischen anders. Ich glaube, das war Ayumi oder so. Und naja, Amis halt. Ja. Ah, ihre Schwester Techna Donna. Aha. Was für ein Name. Und was Kim will, bekommt Kim auch. Ja, und das ist halt, was ich schon relativ früh angesprochen habe. Im Prinzip das erste Google Girl aus Digimon. Aber pinke Gläser hier auf dem Modell. Ja, und? Ich finde das gar nicht so schlimm. Ich finde das eigentlich ganz okay. Ja, aber diese Geschlechterrollen. Naja, was heißt Geschlechterrollen? Ich sage mal so, im Prinzip betrachtet gibt es ja eigentlich fast alle Farben. Es kommt aber auf die Brille an, das ist meistens bei Skibrillen so. Ja. Und eigentlich haben sie ja immer blau, immer. Und da, naja, außer die von Tagiro, die haben gelb. Und da finde ich das eigentlich mit Pink gar nicht so schlimm. So. Außerdem trägt sie auch keine Pink. Wir speichern erstmal. Welcher ist das? Ja, wir haben ja schließlich gewonnen. Ja, nicht, dass wir dann wieder verkacken und ja, alles schon neu machen müssen. Hat sie uns jetzt gesagt, wo wir hin müssen? Ja. Verzeih meine Frage, aber ich sehe nicht so viel, weil du das Mikro dahingestellt hast. Ich nehme es zurück. Ich hab dich vorhin gefragt. Ja, da war aber noch kein Text, da konnte ich das so nicht so sagen. Ich versuche einfach mal aus Prinzip für den Fall, dass wir unterwegs. So. Was Sinnvolles hinten? Ja, deswegen muss ich einen Digimon auch ablegen. Ich würde am liebsten eigentlich. Also ich würde eigentlich sagen, naja, wobei hier Frigi, ja, der hat doch keine, also kann nicht mehr. Richtig, Wedramon kann ja auch. Kann man den nicht eigentlich noch irgendwie mit wem verbinden? Später, ja. Achso, ich da, ja, okay. Keiner mehr, Maxim. Na schon, aber jetzt nicht. Wer denn? Jetzt machen wir ja Wedramon zum Beispiel. Was wird daraus? Ich glaube Bio. Ich finde es ein bisschen seltsam, dass aus einer DNA-Digitation von zwei Champions ein Rookie rauskommt. Im Nachhinein, ja. Ja, ich dachte, siehst. Du weißt du mehr. Aber ich muss kurz, oder hatten wir die schon mal gefragt? Oder nee, irgendein Dome war das. Wo die Fragen trotzdem nochmal angemonnen. Ah. Genau, du weißt darum. Juhu. Eine. Die Revolte der Blutritter vor 30 Jahren. Mhm. Ja, und Device Dome wurde von den Leuten erschaffen, die die Stadt damals verlassen haben. Ja, er hat auch damals die Stadt verlassen und hier angefangen zu leben. Und er weiß nicht, wo es ist. Und wir müssen Kim suchen. Die haben wir doch eben schon gehabt. Naja, aber nochmal. Drive und Webdomain. Die hatten wir doch erst. Ich finde eher blöd, ich hasse sowas bei Spielen. Du triffst einen Charakter und sprichst mit ihm, aber es ist erst dann relevant, nachdem du mit jemand anderen darüber gesprochen hast. Ganz ehrlich, ich glaube, wir hätten vorher das mit Kim freischalten müssen, bevor wir da hier machen.
Weiß ich nicht, aber erstmal solltest du, ja, musst du die da jetzt suchen, ja, oder das was? War Webdomain, was er auch noch sagte, ne? Drive und Web. Ja, ja, das hast du zumindest gesagt. Gut, stimmt dann da auch. Wobei Drive-Domain, das habe ich auch gelesen, aber bei Webdomain habe ich wahrscheinlich gerade das nicht gesehen. Und da ich lieber auf Nummer sicher gehen will, und ich die ganzen Items jetzt auch nicht mit habe, packen wir erstmal ihn mit rein. Ihn und. Das heißt, Metallgrimmon lassen wir draußen. Hey. Besser ist das. Da ist ein Digimon. Das war ein Gazi. Nee, das brauchen wir nicht. Also, schon, aber nicht jetzt. So, Item. Aber erstmal das hier weg. Da ist wieder ein Gazimon. Hä? Was? Achso, okay. Unsere Ärmchen sind nicht stark genug, um die Landmine zu zerstören. Aha. Ich dachte, wir hatten da was drin. Naja, aber der ist wahrscheinlich noch nicht hoch genug. Also es ist eine stärkere Landmine. Ja. Sowas gibt's? Naja, klar. Aber die sieht genauso aus wie die kleine Landmine. Die könnte doch wenigstens eine andere Farbe haben. Ist doch verwirrend. Ist das auch. Ah, nicht mehr. Ja, dann kann ich ja mal zu Kabuterimon die Info machen, weil wir den ja noch nicht hatten. Ja, ein Insekten-Digimon auf dem Champion-Level, Serum-Typ natürlich, und die Attacke ist Stromschlag. Beziehungsweise wurde sie ja mal in seiner Debütfolge von Folge 5 großer Angriff genannt. Wahrscheinlich, weil die japanische Attacke Mega Blaster heißt. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Aber großer Angriff fanden sie so dämlich, dass sie danach auf Stromschlag umgestiegen sind. Ist auch irgendwie besser. Tja, und woher kommt der Name? Das weißt du ja als Medabot-Fan. Ja, sowieso von dem Kabuto-Käfer halt. Kabutomoshi. Ja, also Kabuto-Käfer, ja. Ein Kubagamon ist halt der Kubagata. Und deswegen sind die ja Rivalen. Ja. Genau wie Medabi und Rokusho. Rokusho sieht aber cooler aus. Das sowieso. Aber ich mag beide. Rokusho ist natürlich trotzdem mein All-Time-Favorit. Ja, ja, öffnen. Ah, super. Aber nichts wurde. Haben keinen Schaden bekommen. Na dann. Was haben wir denn da? Ein. Oh, das war Ding. Nee, uninteressant. Vor allen Dingen, wir kommen an beiden Wegen nicht weiter. Das heißt, wir gehen hier lang. Da oben gehe ich jetzt ganz sicher. Nein, wieder. Das wäre ja sinnlos. Da ist auf jeden Fall was. Nee, das ist eine Falle. Na, okay. Na, kommen wir nicht drum vorbei. Nein, kommen wir auch nicht. Du bist nur Gugli. Kannst auch da bleiben, wo der Pfeffer wächst. Hm. Ich glaube, Kabuterimon müsste auch bald sein Level up haben. Dann lernt er wenigstens das Brauchbares. Ja. Wenn es wirklich brauchbar ist. Wir hatten ja schon mal Kabuterimon. Da hatte ich trainiert. Da hat er auch was anderes gelernt. Und nee, ich glaube, das ist auch eine Attacke, die jetzt nicht hier wie bei Vedramon in der Reihe steht. Und sondern auch zum Kontern meintest du, glaube ich mal. Nee, zum Kontern war das, glaube ich, nicht, oder? Ich weiß es nicht mehr. Na, sehen wir ja dann. Ich finde seine Flügel irgendwie ein bisschen tot. Seltsam. Was, tot? Nein. Weil guck mal, da sind Löcher. Ich meine, Snowgoogly ist tot. Ja gut, aber wie kann man so fliegen? Ah, noch 17 Erfahrung spielen. Also noch ein Kampf. Oder zwei, je nachdem. Stimmt, weil manchmal gibt es ja auch noch zwei. So, da ist auf jeden Fall eine Truhe. Aha. Mitten hier im Weg, das sieht komisch aus. Ein Antifreeze. Da. Ich finde aber die Musik ist hier eindeutig zu fröhlich. Was ist da hinten in der Ecke? Wieder nur ein Gazimon. Nee, ich muss den anderen Weg gehen. Ich glaube, wir sollten uns demnächst mal Sachen kaufen, womit man die Dinger zerstören kann. Ja, das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, ne? Dann vermeidet man Umwege. Ja. Da musst du nicht hoch. Geh erstmal hier weiter. Oh, was für ein Zufall. Kann ich ihm ausweichen? Nein, ich hätte noch einen weiter gemusst. Dann hättest du. Es wäre eventuell geschafft, ja. Naja, Künstlerpech. Excuse, excuse. Das guckst du mich so an.
haust du mich? Das war doch gar... Hallo? Das war Ziepen, keine Ahnung. Aua! Sissi. Alter! Ich werde hier öffentlich vergewaltigt! Also öffentlich schon mal gar nicht. Und außerdem stimmt das gar nicht. Jetzt bin ich verletzt. Ja, dann halt misshandelt, mein Gott. Da wollte ich noch nett sein. An deinem Oberteil kurz gezogen. Ja, das ist doch kein Haar. Du meine? Ja, Sissi. Verdammt! Ja, nee, das war Lissi. Trotzdem. Ich finde den Stachel von Kabuterium immer so seltsam und so eklig. Ja, der hat eben, als er so angegriffen hat, den so nach vorne bewegt. Der ist auch ziemlich... seltsam. Krank positioniert, ganz ehrlich. Kabuterimon, glaube ich, macht dieselbe Gewinnerpose, glaube ich, wie bei Wall. Da hat er auch immer so... gemacht. Das kann sein. Er wirkt irgendwie ziemlich dämlich. Ich will aber die Ebene hoch. Laut seinem Profil soll es auch nicht sehr intelligent sein und einfach nur kämpfen. Mhm. Ja, es soll ziemlich dämlich sein und einfach nur nach Instinkt handeln. Ja, geh einfach da drauf. Das ist ein Gebiet, das bringt halt nichts. Nee, weil da meistens nichts ist. Hätte ja sein können, dass die Kim da ist. Na, den kannst du entkommen. Bye, bye. Geh mal hier lang. Ich hätte links gesagt. Oh, wo kommen denn immer diese ganzen Gasimon her? Die ist voll vergast, die Ebene hier. Oh mein Gott! Armee der Gasimon, ey. Oh. Ja, ich meine, zwei ist ja das eine. Aber zwei auf einen Haufen und gesamt auch noch vier. Oh, aufpassen hier. Naja, ist ja auch schon aber alt. Aber es war schon so. Ich wollte mal gucken, welche Digimon es generell da gibt, weil mir das eben irgendwie so komisch vorkommt, dass wir fast nur Gasimon sehen. Klar, auch ein Goblimon. Wie hieß das Gebiet noch einmal? Oh, was jetzt? Video oder die Webdomain? Ich würde sagen, laut dem Digimon ist es eher die Webdomain. Weil ein Videodomain wäre kein Gasimon. Okay. Ja, also dafür, dass die eigentlich auch Betamon und Gisamon und so sind. Ja, Sukamon, Umemon, Demidevimon ja nur immer mit dabei, ne? No. Ja, die zählen nicht. Aber eigentlich gibt es auch Gisamon und Betamon. Dafür habe ich aber fast nur Gasimon gesehen. Das ist so bescheuert. Dem ja. Anderen wäre es besser. Da hättest du wenigstens Biomon nochmal gesehen. Stimmt, das wäre ja zumindest etwas. Weil ich weiß, wir kommen bald in dem Gebiet, wo es Greymon gibt. Ja, ich weiß, du willst Greymon, aber ich wäre auch schon mit einem Biomon zufrieden. Ja, aber du weißt, warum ich Greymon will, damit wir wieder einen Biomon holen können. Ja. Und dann später auch für hier Metall-Greymon. Naja, beziehungsweise Wargreymon, weil wir Metallgreymon ja schon haben. Was hat dieses Dokunemon da gemacht? Es hat sich unsichtbar, glaube ich, gemacht, oder? Ich weiß nicht, weil da oben sind so drei Striche. Ja, das heißt, ich muss so machen. Wie die anderen da rumliegen. Verteidigt sich. Und trifft nicht. Ja. Und jetzt. Nein, kommen bald wieder. Ich hätte nicht gedacht, dass das Viech so eine Fähigkeit hat. Doch. Vor allen Dingen, dass es das die ganze Zeit macht. Dann verteidigen wir uns einmal komplett. Naja gut, der Vorteil ist natürlich, man kriegt ja auch wieder MP, ne? Naja, klar. Aber das zieht das Ganze jetzt. Ich weiß. Aber kann ja keiner ahnen, dass das Viech so doof ist. Wehe. Nein, nee, jetzt hat es angegriffen. Aber es ist noch nicht able to aim. Also immer noch nicht. Dann hau einfach ab. Na, aber ich weiß gar nicht, kriegen wir dann von den anderen Erfahrungen? Probier es einfach, selbstständig ist auch egal. Außerdem muss man es auch mal sein. Ich glaube nämlich nicht. Nö. Aber hast du noch Lust, das hinauszuzögern mit diesem blöden Dokunemon? Und guck, da taucht schon das nächste Mistviech auf. Am besten ich da auch. Ich greife Dokunemon zuerst an. Vorausgesetzt ist es dabei. Ja. Wir brauchen ja trotzdem die Erfahrung und alles. Ich weiß, aber dafür bin ich doch dann da mit dem Leveln. Trotzdem. Na, ob's damit tot ist? Weiß ich nicht. Hoffen wir's mal. Zumindest dürfen wir schon mal zuerst angreifen. Das ist doch auch schon mal was. Mega Flink. Wir sind im 85, das ist eindeutig weg.
Wieso nimmst du eigentlich immer die Attacke und nicht die, die Wedramon selbst gehört? Naja, weil da steht was wegen Kontern. Also halt, die trifft stärker Gegner, die dabei sind zu kontern, aber... Ach so. Hier kontert ja keiner. Ja, weil sie es nicht können. Und da weiß ich jetzt nicht, ob die so, also Mega Flame, normal stärker ist oder nicht. Naja. Kann man ja einfach mal ausprobieren. Könnte man. Kannst du ja gleich tun. Weil das Kunemon, glaube ich, noch lebt, oder? Dokune. Das... Nein, das Dokune ist tot. Ach so, so meinst du, ja. Weil das Kunemon noch lebt. Ja, okay, dann war das so drauf bezogen, okay. Paralysiert. Kunemon aber auch. Jetzt hast du Verteidigung gemacht, oder was? Ja, weil lohnt nicht. Oh, vielleicht hat er ja trotzdem getroffen. Mhm. Also kann man keinen Vergleich ziehen, weil du es nicht machst. Doch, kann man noch machen. Bam. Na, das ist jetzt aber auch weg. Ja. Man darf natürlich zuerst. Und kriegt dafür jetzt weg stärkeren Schaden zurück. Ja, ist doch sowieso egal, wäre sowieso weg gewesen. Ja. Wie viele Ebenen hat er denn nochmal? Oh, zu viele. Na, wir müssen. Fünf hat er. Juhu, Level up. Und was lernst du? Oh, zwei sogar. Elektroschocker und AirTag. Immerhin. Na, AirTag bringt nur nicht viel. Doch schon, weil es ein normaler Angriff ist. Ja, klar, aber ich meine, es ist jetzt nicht so stark. Ja, das meine ich damit. So, jetzt sind wir schon auf Ebene. Guck. Das ist doch die letzte. Ja. Na, also können wir. Was? Hier steht aber, dass es nur 5 Flure hat. Später mal abhauen. Hörst du? Ja. Oder heißt 5 Flure und dann gibt es nochmal ein zusätzliches. Das kann natürlich sein. Ach nein, pardon. Moment, das Sackgasse. Ist doch der Ding. Wir sind doch im Webdomain. Ja. Übrigens, da oben steht's doch. Ja, ja, aber da war ich vorhin im Kampf, deswegen. Muss mal kurz gucken. Ne, der hat 7. 7? Ja. Ich würde einfach sagen, dass wir je nachdem... Da hinten ist der Weg, aber wir müssen gegen Pokémon. Bäh. Gescheatet, ich hab's genau gesehen. Aber ich kann flüchten. Ich wollte eigentlich sagen, dass wir, wenn einfach den Part hier kurz beenden, dann da hochlaufen und dann wieder anmachen, wenn wir Kim finden. Ja, kann man gerne machen. Also beziehungsweise den nächsten Part, weil ich sage so, wie es ist. Wir werden nicht drum herum kommen. Es wird bestimmt noch mal, bis wir in der letzten Ebene sind, 2-3 Kämpfe geben. Wir werden bestimmt nicht immer weglaufen können. Und das zieht sich ja sonst nur wieder. Gut. Zum Glück darfst du dich zweimal bewegen.